von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Heute nicht aus unserem Studio in Kufstein, sondern aus der M-Preis-Filiale in Kirchbichl. Und ich gehe jetzt eine Runde shoppen. Und hier die Programmübersicht für diese Woche. Fasching, Fasten, Valentin. Wir hörten uns auf den Straßen Kufsteins zu einigen Februar-Highlights um. Blüten, Blumen, Pflanzen. Mittelschülerin Pauline taucht ein in die Welt der Floristik. Maskieren, parodieren, amüsieren. Schucki ist an seinem Stammtisch in bester Faschingslaune. Themenschwerpunkt der heutigen Sendung sind die berufspraktischen Tage der Mittelschule Kirchbichl. Und wir treffen nun als erstes die Lehrlingsbeauftragte von M-Preis, Miriam Innerkofler. Miriam, was kannst du uns zum Thema Lehrlingsausbildung bei M-Preis sagen? Die Lehrlingsausbildung bei M-Preis hat ja schon ganz eine lange Tradition. Also eigentlich, seit es M-Preis gibt, werden junge Leute ausgebildet. Das will man natürlich weiter so machen. Wir sind ein ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb, schon seit 2001. Und ich glaube, das zeugt auch davon, dass wir es ernst nehmen mit der Lehrlingsausbildung. Und ja, für uns ist es immer ganz spannend, junge Leute auszubilden. Wie bewirbt man sich als Lehrling bei M-Preis? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann sich entweder über unsere Homepage www.mpreis.at bewerben. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass man in der Filiale vorbeikommt. Ich glaube, jeder hat eine M-Preis-Filiale in der Nähe und wenn man da Interesse hat, kann man auch die Unterlagen da vorbeibringen. Und wir werden ja noch sehen, ihr habt auch Praktikanten da. Es sind ja zurzeit die berufspraktischen Tage. Wie kommt ein Schüler, eine Schülerin da zu so einem Praktikum? Genau, also läuft eigentlich ähnlich wie eine Lehrlingsbewerbung. Die Praktikanten kommen meistens in der Filiale vorbei, erkundigen sich da, ob es die Möglichkeit gibt. Und dann wird es einfach vereinbart mit der Filiale. Und normalerweise können wir da wirklich den Praktikanten die Wunschfiliale ermöglichen, weil wir natürlich auch ganz viele haben, wo wir Lehrlinge ausbilden können. Am 14. Februar ist es wieder Zeit für den Valentinstag. Heuer fällt der Tag der Liebe aber tatsächlich mit dem Aschermittwoch zusammen. Grund genug, um uns auf den Straßen Kufsteins zu erkundigen, ob denn nun die Fastensuppe oder der Blumenstrauß höher im Kurs stehen. Und wie sieht's einen Tag davor aus? Faschingsfanat oder Faschingsmuffel? Die Antworten gibt's gleich nach der Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. So, liebe Kufsteiner, wir sind heute auf dem Weg in der Innenstadt von Kufstein und wollten von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern wissen, warum in diesem Jahr der Valentinstag auf den Aschermittwoch fällt. Ja, weil das im Kalender so steht. Aschermittwoch und Valentinstag. Steht beides. Weil es im Kalender so steht. Na, lass so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es ist ein Schuh. Der Valentinstag am Aschermittwoch, das ist eine gute Frage. Ja, weil da, erstens einmal kriegst du die Blume nicht und der Dienstag ist dann nicht der Mittwoch, gell? Oder wie ist das? Ja. Und der 14. Oder der 14. Irgendwas ein Wirrwiss ist da drin. Gell? Richtig. Ja, ich würde sagen, der Mittwoch ist schlecht, wenn das am Dienstag ist. Du bist auf heißer Spur. Nein, warum, weiß ich nicht, aber ich habe mich mit dem Valentinstag und Aschermittwoch wenig gekümmert bisher. Aber es ist kein Dienstag, das weiß ich. Schucki bekam auf seiner Suche aber auch korrekte Antworten. Ja, weil der Valentinstag jetzt ja im Februar ist und der Aschermittwoch auf dem gleichen Tag. Ja, weil Ostern auch schon so früh ist, oder nicht? Im Grunde genommen ist ja die Antwort die richtige. Ja. Weiß ich nicht, weil es der 14.2. ist und der Mittwoch der 14.2. ist und deswegen ein Mittwoch ist.
weil es der 14. ist und heuer ist Aschermittwoch am 14. Zudem gab es eine Frage, ist der Kufsteiner Faschingsmuffel ja oder nein? Ich bin ehrlich gesagt ein Faschingsmuffel. Ja. Ja. Ja, früher schon, so ein bisschen Pyjama-Ball und so rundum. Aber mittlerweile nicht mehr. Ja, ich mag einen Fasching nicht so gern, weil ich habe keine Verkleidung. Ja, aber die kommen ja. Und Alkohol mag ich auch nicht. Und Fasching ist nur lustig, wenn man betrunken ist. Sagt man. Ich finde schon. Also ich mag es nicht. Weil ich weiß genau aus meiner Erfahrung von früheren Zeiten auch schon, wenn ich mich verkleide, dann bin ich sektisch. Wenn ich aber mich nicht verkleide, dann geht's rund. Ja, verkleiden mag ich einfach nicht. Eher schon, ja. Eigentlich schon. Ich mache zwar überall mit, wenn es sein soll, aber nicht so aus innerem Antrieb, aus, muss ich zugeben. Eigentlich nicht so, ja. Aber ich weiß nie, was für ein Kostüm ich anziehen soll. Also es variiert. Es variiert. Ich arbeite in der Gastronomie und habe dadurch nicht so viel Zeit für Fasching. Was schenken Sie Ihrem Liebsten, wenn Sie es aussuchen könnten? Einen Blumenstrauß oder eine Einladung zum Fastensuppenessen? Fürs Fastensuppenessen? Ja, natürlich lieber den Blumenstrauß. Fastensuppen. Darf ich fragen, warum? Ich bin Koch. Ich esse gern, ja. Ja, weil ich keine Blumen mag und weil ich Fastensuppen gern esse. Ja, meine Frau macht sicher lieber einen Blumenstrauß, aber die Fastensuppe hat einen guten Zweck, also könnte man es zusammen unter den Hut bringen, glaube ich. Also ich darf an erster Stelle mal auf alle Fälle so einen schönen Blumenstrauß nehmen. Das gefällt mir gut. Meine Freundin zum Beispiel hätte gesagt, sie würde zum Fastenessen mit mir gehen, weil ich eh abnehmen muss. Ja, eher Fastensuppe, weil Blumen vergehen, da hat man langfristig nichts davon. Eine Fastensuppe ist wenigstens einmal satt. Bei der Qual der Wahl wurde der ein oder andere erfinderisch. Ich würde einen Ring wahrscheinlich sehr gerne nehmen. Einen Ring? Ja, einen Ring. Wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen bei der nächsten Umfrage hier in Kufstein. Servus! Ich setze jetzt meinen Einkauf fort und treffe mich gleich mit der Filialleiter-Stellvertreterin Nesche. Hallo Nesche. Hallo. Wie lange bist du eigentlich schon bei M-Preis? Seit 21 Jahren bin ich bei M-Preis. Und was macht dir an der Arbeit bei M-Preis so Spaß? Wir haben ein super Team, Zusammenarbeit und mit den Kunden und mit den Lehrlingen, dass ich einschulen kann. Und das macht mir auch sehr glücklich, dass die Lehrlinge dann Zukunft auch M-Preis was bringt und alles miteinander. Meine zweite Familie M-Preis und da fühle ich mich echt seit Jahren super wohl. Danke. Wir kommen nun zu den QTV-Veranstaltungstipps der Woche. Diese Termine solltet ihr euch vormerken. Wir und die Flüchtlinge. Migrationsexperte Gerald Knaus ist zu Gast im nächsten Kufsteiner Nachtgespräch. Er beleuchtet schonungslos die aktuelle Politik, beschäftigt sich mit der Frage, ob irreguläre Migration die Demokratie gefährdet und gibt mit Lösungsvorschlägen Hoffnung. Lass dir diesen brisanten wie aufschlussreichen Vortrag nicht entgehen. Am 15. Februar ab 19.30 Uhr im Kulturquartier Kufstein. Fit mit dem Chromebook. In der Mittelschule Langkampfen wird ab dem 28. Februar ein Chromebook-Computerkurs für Senioren angeboten. An drei Terminen lernen Interessierte etwas über den Chrome-Browser, den Umgang mit Passwörtern und Lesezeichen, die Textverarbeitung sowie das Verbinden zwischen Smartphone und Chromebook. Kostenlose Leihgeräte sind natürlich vorhanden. Die Anmeldung erfolgt telefonisch. Die Kurskosten belaufen sich auf 80 Euro. Eine Anmeldung ist bis 14. Februar möglich. Am 17. Februar empfangen die Hausherren die Lions aus Dornbirn. Gegen den direkten Verfolger in der Western Conference gilt es Platz 3 zu verteidigen. Das kommende Heimspiel der Kufsteindauers wird präsentiert von Art Direction. In diesem Sinne, let's go Towers!
Wie gewohnt heizen DJ P-Paddy sowie die Cheerleader der The Rolling Angels der Menge ein. Los geht das Match um 18.30 Uhr. Die Nacht der Kunst. Am Donnerstag, den 22. Februar um 19 Uhr. Live und exklusiv auf Kufstein TV. Schalte ein, wenn die Festungsstadt ihre Kunst- und Kulturszene im feierlichen Rahmen würdigt und die besten Werke in den Bereichen Musik und Theater prämiert. Die Nacht der Kunst. Nur auf Kufstein TV. Ein Dorf, drei Fremde und die Sehnsucht nach Geborgenheit. Doch es kommt alles anders. Nach der Welturaufführung von Ein spanisches Dorf wird das düstere wie anspruchsvolle Stück von Milli Poblete noch 5 weitere Male aufgeführt. Am 10., 11., 16., 18. und 23. Februar im Kulturquartier Kufstein. Moment, was brauche ich eigentlich noch? Ah, Mayonnaise. Mayonnaise, wunderbar. Ja, unser Themenschwerpunkt sind die berufspraktischen Tage. Natürlich wollen wir auch mit einer Praktikantin sprechen. Und ich treffe jetzt gleich auf die Claudia. Hallo Claudia. Hallo. Du bist ja Praktikantin bei M-Preis und kommst aus der Mittelschule da in Kirchbichl. Ja. Warum bist du gerade zu einem Praktikum zu M-Preis gekommen? Weil ich da die Nesche kenne, also sehr gut, und sie hat mir positive Sachen erzählt von M-Preis. Und was waren deine Aufgaben bis jetzt? Also ich habe es bei Obst machen dürfen und die Regale einrahmen. Könntest du dir vorstellen, bei M-Preis eine Lehre zu beginnen? Ja, also es hat mich schon extrem interessieren. Nicht nur hier beim M-Preis ist eine Praktikantin bei der Arbeit, auch direkt gegenüber beim Blumenwerk Kirchbichl schnuppert gerade eine Praktikantin. Wir wechseln die Straßenseite, um zu sehen, wie es Pauline dabei ergeht. Mit ihrem Blumenwerk macht Rita Dachsauer die Gemeinde Kirchbichl ein kleines bisschen bunter. Im Rahmen der berufspraktischen Tage schnupperte bei der Floristin eine echte Blumenliebhaberin. Hallo, ich bin die Pauline Fuchs und ich mache hier im Blumenwerk Kirchbichl mein Praktikum. Ich habe schon als Kind immer gern was mit Pflanzen und Blumen gemacht. Da bin ich in der Volksschule mal hergekommen und habe gefragt, ob ich ein Praktikum machen darf. Da war ich aber noch zu jung. In der Mittelschule haben wir dann die praktischen Tage machen dürfen und da ist mir das eingefallen. Dann wollte ich daher. Ich habe bis jetzt ein Rosenherz machen dürfen und einen Rosentopf. Dann habe ich noch was bepflanzen dürfen und nur so einen Strauß machen dürfen. Am besten hat mir das Rosenherz gefallen, weil man da einfach so kreativ sein hat dürfen, wie man einfach will. Paulines Kunstwerk wurde sogar noch am selben Tag verkauft. Das hat mir am meisten gefreut. In ihrer kurzen Zeit fügte sich die Mittelschülerin hervorragend ins Team ein. Es gibt 2 Lehrlinge, mit denen verstehe ich mich voll gut und die Chefin ist auch voll nett. Also sie sind wirklich ein super Team und ich würde mich voll freuen, wenn ich dann da arbeiten dürfte. Und wer weiß, vielleicht begrüßt uns Pauline ja schon bald selbst im Kirchbichler Blumenwerk. Ich kann das mir sehr gut vorstellen, weil ich einfach sehr kreativ bin und ich mag gerne Sachen mit der Natur machen. Am liebsten würde ich morgen gleich da anfangen mit Arbeiten, aber ich habe ja nur ein Schuljahr zu machen.
nächste Woche auf Kufstein TV. Eine Uraufführung beim Stadttheater Kufstein. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wohin die Flaschen im Pfandautomaten verschwinden? Ich habe für euch hier die Auflösung. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Einkauf. Doch etwas Wichtiges, das einfach dazugehört, habe ich noch vergessen. Faschingskrapfen. Und die werde ich mir gleich noch beim Baguette holen. Apropos Fasching. Auch unser Schucki ist auf seinem Stammtisch in narrischer Laune. Welche Scherze er sich heuer ausgedacht hat, sehen wir im Anschluss an die Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Schucki. Auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gsudert und krogascht wird. Hallo und grüß Gott, ich bin es, der Weckauf, der den Kufsteiner Fasching jahrzehntelang verkörperte. Leider bin ich aus mangelndem Interesse etwas eingeschlafen. Aber heute im Amt werde ich so manchem den Spiegel vors Gesicht halten. Natürlich immer mit einem lachenden Auge. Für unseren ersten Bericht schicken wir unseren Außenmitarbeiter zum Drehort. Du bist Ruh. Bist du unterwegs? Ja, danke. Weckau, wir behünden uns dort, wo in der nächsten Zeit Kufsteins erste Hundewiese entstehen soll. Es ist eine fast unendliche Geschichte von der Beschlussfassung bis zur Verwirklichung. Wie es um die Hundewiese ausschaut, darüber unterhielten wir uns mit einem der Protagonisten, der sich um die Hunderl besonders bemüht. Wir stellten Horsti Steiner folgende Frage. Lieber Horsti, warum hat es mit der Umsetzung so lange gedauert? Ja, zuerst hat es gebraucht, bis es angelaufen ist. Dann ist es angelaufen, aber wieder irgendwo liegen geblieben. Als man den liegen gebliebenen Akt wiedergefunden hat, war der Sachbearbeiter auf Urlaub. Als der wieder vom Urlaub gekommen ist, war der Antrag ganz unten im Stapel. Bis er dann zu den übergeordneten Stellen kam, waren Sommerferien und wenig Personal vorhanden. Ja, was gab es denn sonst noch für Hürden? Ja, an und für sich hatten wir alles schon in trockenen Tüchern. Aber der Teufel schläft nicht. So war man sich nicht im Klaren, wie der Zaun, der die Hundewiese begrenzen wird, aussehen soll. Mittlerweile ist alles geklärt und der Eröffnung am 23. Mai steht nichts mehr im Wege. Ja, lieber Horsti, gibt es denn schon Pläne für die Einweihungsfeier? Selbstverständlich, dazu werden alle Hundebesitzer aus Kufstein eingeladen. Für die Hunderl gibt es eine kleine Jause, die Hundebesitzer werden mit Gassisackerln ausgestattet, bei einer Tombola kann man eine Hundemarke für ein ganzes Jahr gewinnen. Besonders freuen wir uns auf die Anwesenheit der Vierbeiner aus unseren Partnerstädten, die ihren Besuch angekündigt haben. Zudem werden kostenlose Geschwindigkeitsmessungen für die Hunderl und die Herrln angeboten. Danke, lieber Horsti. Kufstein freut sich darauf. Wie aus dem Stadtrat bekannt wurde, wird unserem Hundeliebhaber, Pferdeflüsterer und Katzenfreund eine besondere Ehre zuteil. Der Anfahrtsweg zur Hundewiese wird in Horsti Steiner Wauwau Allee umbenannt. Die Hundewiese selbst wird den Namen Horsti Steiner Wauwau Platz tragen. Wir gratulieren. Jetzt, Horsti, die letzte Frage, die wir stellen wollen. Lieber Horsti, du hast uns als Datum den 23.05. genannt.
Aber das Jahr bist du uns schuldig geblieben. Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Ja, wir begaben uns nach Würgl, wo wir mit dem Herrn Bürgermeister ein Gespräch führen wollten. Leider konnten wir nicht antreffen. Wir erreichten ihn aber auf dem Weg nach Innsbruck. Grüß Gott, Herr Bürgermeister, schön, dass Sie uns aus dem Auto Audienz gewähren. Ihnen wird von mehreren Seiten vorgeworfen, dass Sie sich aufführen wie ein Kaiser. Was heißt, ich führe mich wie ein Kaiser auf? Ich bin der Kaiser. Herr Bürgermeister, zur nächsten Frage. Die Menschen beschweren sich, dass sie nicht oder zu wenig mit Ihnen kommunizieren. Das stimmt natürlich nicht. Ich rede mit jedem, mit dem ich reden will. Diejenigen, die mir zu wenig Dings da vorwerfen, wissen nicht einmal, wie man das Wort schreibt. Herr Bürgermeister, eine ganz interessante Frage. Was führt Sie heute nach Innsbruck? Ja, das ist mein erster ganz großer politischer Schachzug. Es geht um das neue geplante Regionalschwimmbad. Würgl, also ich, stelle das Grundstück zur Verfügung, das Land baut und die Umlandgemeinden übernehmen die Fix- und Betriebskosten. Einer meiner genialen Schachzüge. Das neue Bad wird eh ganz klar BGMMR Arena heißen. Aha, gut gedacht. Was gibt es sonst noch Neues in Würgl? Wie schauen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Beim nächsten Gemeinderat werde ich den Antrag stellen, zwei neue Paragraphen in die Stadtverordnung einzubauen. Und wie werden die lauten? Paragraph 1 lautet, der Bürgermeister hat immer recht. Paragraph 2 lautet, sollte der Bürgermeister ausnahmsweise einmal nicht recht haben, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Herr Bürgermeister, wir bedanken uns für dieses Gespräch. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Zu den rührigen Gemeinderäten in Kufstein gehört zweifelsohne der Kulturreferent. In einer der letzten Sitzungen ließ er mit einem durchaus beachtenswerten Antrag aufhorchen. QTV war bei dieser Sitzung live dabei. Sehr geehrte BürgermeisterInnen, liebe GemeinderatsmitgliederInnen, liebe ZuseherInnen, an den Bildschirmen und hier im Saal. Ich stelle folgenden Antrag. Der Gemeinderat möge beschließen, die Aufwandsentschädigung aller in diesem Gremium Beschäftigten um 20% zu erhöhen. Die Kosten dafür könnten aus dem laufenden Kulturbudget bestritten werden. Zur Begründung. Kufstein gehört zu den Kulturhauptstädten in Österreich. Nachdem immer mehr BürgerInnen die Gemeinderatssitzungen via TV verfolgen, hört man aus der Bevölkerung immer öfter, dass die Sitzungen teilweise zum Kabarett ausarten. Kabarett ist Kunst und Kunst gehört gefördert. Ich würde aus meinem Budgettopf gerne etwas dazu beitragen, um der Kleinkunstbühne noch mehr Gehör zu verschaffen. Auch wenn manche Beiträge aus dem Gemeinderat zum Trauerspiel mutieren. Ja, durchaus positiv sahen die anwesenden Gemeinderäte diesen Vorstoß. Der Jungstadtrat meinte dazu, er wird das Ansinnen unterstützen und von der Erhöhung gleich 2 Euro an humorlose Kufsteiner spenden. Die Gemeinderätin Daneos war wie so oft nicht anwesend, konnte dem Antrag auf Nachfrage ebenfalls etwas abgewinnen. Sie würde die erhöhte Aufwandsentschädigung ab der von ihr initiierten Kampagne Schluss mit der Vignettenfreiheit zukommen lassen. Von den Rothäuten gab es keine Stellungnahme. Die die Sesselkleber waren wie fast immer zu keiner Stellungnahme bereit. Von der blauen Seite kam ein kategorisches Nein. Und die Grünen würden dafür stimmen, wenn auch vor dem Rathaus ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben kommt. Der richtige Schwarze war sehr angetan, mit der Begründung, dass er mit der Erhöhung mehr Geld zur Verfügung hat, um schöne Gewänder zu kaufen. Auch dem falschen Schwarzen gefiel die Idee,
Ja, er ist auch bereit, aus dem Sportbudget etwas beizutragen. Aber erst im Jahre 2044, denn dann dürften die Schulden für das neue Sportzentrum abbezahlt sein. Bei einer Blitzumfrage zu diesem Thema in der Bevölkerung kam heraus, dass man dem Antrag des Kulturreferenten durchaus etwas abgewinnen kann. Es sei denn, der Kufsteiner Stadtführung fällt ein, bei den Übertragungen der Gemeinderatssitzung Vergnügungssteuer zu kassieren. Wir bleiben im Kulturquartier, wo die öffentliche Gemeindeversammlung der Stadt Kufstein stattfand. Immer wieder gibt es Schlagzeilen aus den verschiedensten Bereichen. Die letzten schlugen aber dem Fass den Boden aus. Sie lauteten: Bürgermeister geht fremd, Bürgermeister auf Abwägen, Bürgermeister wechselt die Seite. Und das alles nur, weil ein Paparazzi mit einem Foto Geld machen wollte. Dieses Bild entstand bei einer zwangslosen Zusammenkunft. Es kam sogar zu einer Anfrage bei der Gemeindeversammlung, ob es wirklich stimmt, dass er zu den Neos wechsle. Der Bürgermeister antwortete wie folgt: Ich empfinde es als bodenlose Frechheit, wenn Fotos, die aus dem privaten Bereich herangezogen werden, zu solchen Mutmaßungen führen. Zu keiner Zeit habe ich erwägt, mit einer von mir Abtrünnigen wieder ein politisches Techtelmechtel anzufangen. Außer dass mir Bink besser steht als ihr, habe ich zu diesem Thema nichts zu sagen. Ich werde auch dafür sorgen, dass wir hier am Pult keine grünen, sondern nur mehr neutrale Flaschen auf den Tischen verwendet werden. Sonst unterstellt man mir auch noch, Werbung für andere zu machen. Ich bleibe meiner Farbe treu, wie an meiner Krawatte zu sehen ist. Damit ist die heutige Gemeindeversammlung geschlossen. Ja, dem Schlusswort des Bürgermeisters ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich verabschiede mich mit einem kräftigen Weckruf von der Faschings-Sondersendung des Stammtischlers. Der Weckruf begibt sich zur Ruhe. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gsudert und krogascht wird. Was macht dir Spaß an der Arbeit bei Baguette? Spaß mit Kunden zu arbeiten und alles schon vorbereitet muss sein. Das war's mit unserer Sendung aus der M-Preis-Filiale in Kirchbiegl. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und vielleicht sieht man sich ja mal beim Einkaufen. In diesem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal, euer Georg Anker.